You said that you were never leaving, and then you've gone and done just that. And yet it's no surprise that I am standing there, all alone and in the pouring rain, rain. Paralyzed deception running deep inside, the blood that runs inside through your veins, your poison veins. Now I am leaving, not falling for you. I'm leaving. Now I know the truth. I had known this for longer. Seems that I was the only one. And yet it's no surprise that I am standing there, all alone and in the pouring rain, rain. Paralyzed deception running deep inside, the blood that runs inside through your veins, your poison veins. Now I am leaving, not falling for you. I'm leaving. Now I know the truth. I know.
Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen auf dem Hungaroring. Wir sind mit dem RRVGT Porsche Cup im vorletzten Rennen der Saison und wir sind in Ungarn. Da wird die Action heute stattfinden. Der Hungaroring ist eine interessante Strecke, auch eine Strecke, die dem einen oder anderen relativ viel abverlangen wird. Und da gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier neben schönen Bildern mit Sonnenuntergang auch schöne Bilder von der Strecke und den Fahrzeugen sehen. Evil, ja, Martha, hallöchen, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? So, wir haben ja 15 Fahrzeuge, 14 sind davon aktive Rennwagen. Das eine ist das Pace Car. Und mit denen werden wir uns heute den Abend hier versüßen. Noch sind wir im Practice und dementsprechend können wir uns noch einen Blick auf die Tabellenstände genehmigen. Das ist schön, Evil, dass es gut geht. Bei mir ist auch alles im guten Bereich. Bin wieder unter den Lebenden. Gestern Abend einen kleinen Umtrunk mit den Jungs gehabt, dementsprechend habe ich ein bisschen Zeit zum Erholen gebraucht. So, wir schauen mal auf den Kalender. Der sieht wie folgt aus. Wir sind auf dem Hungaroring Lauf Nummer 5 und am 31.10. geht es dann mit doppelten Rennlängen auf dem Spa-Francorchamps-Rundkurs in den Ardennen ins Finale. Aktuelle Teamtabelle sieht wie folgt aus. Da haben wir die Rolling Balls Bavaria mit Weiermüller und Lindemann vorne an der Spitze mit 395 Punkten. Team Ungehobelt hat auf Silverstone letztes Rennen so einige Punkte liegen lassen und somit auch die Tabellenführung in der Teamtabelle verspielt, sind jetzt zurückgerutscht auf den zweiten Platz mit 66 Punkten zurück. Aber auch da ist noch genügend Zeit und da sind auch genügend Punkte, um da die Spitze wieder übernehmen zu können. Rapid Racing mit Frerichs und Riesen auf der dritten Position. Relativ knapp dahinter haben wir Kniegas Racing mit Mirowski und Besmeen. Das Bookie Racing Team, Morten Angstmann, Ralf Kettern auf der fünften Position. Zapfan Racing, Rico Hase, Sascha Hase auf P6, Alpenland Motorsport Rookies mit Stefan Pusbach und Tim vom Wege auf der siebten Position. Fahrertabelle sieht so aus. Wir haben Marco Fox an der Spitze vor Andy Weiermüller und Nico Carmelita auf den Plätzen 1, 2 und 3. Dann haben wir Patrick Lindemann auf Position 4. Michael Klein mit P5, Steel Tom auf der sechsten Position, Bernhard Huster 7, Malte Schneider auf P8, Ludwig Harald folgt auf der neunten Position, dann Dennis Mirowski, das ist die Top 10, immer noch eng zusammen, Ried Riesen auf der 11, Andreas Uffinger auf Position Nummer 12, Timo Frerichs auf der 13, Michael Wölche mit
Position 14, Sascha Rüppel 15, Morten Angstmann auf der 16. Position. Dann kommen Ralf Kettern, der hier im Hintergrund in seinem Porsche unterwegs ist, auf 17, Beslin auf 18, Daniel Kranzisch P19, Sascha Hase 20, Oliver Thiel auf 21, Mentorius auf 22, Steve Seltmann P23, Andreas Böning auf der 24. Position, Wolfgang Graf und Maciej Wrobleski teilen sich die 25. Position, genauso wie Pusbak und Gleibs die 27. Position. Dann kommen Rico Hase, Rob Caro und Tim von Wege. So, Scooter, moin moin, heute mal Beepstream, Bild in Bild oder was? Was hast du denn noch laufen? So, alle sind in der Box, genau, und da ist der Startschuss zum Qualifying. Es geht mit 15 Minuten Qualifying los, die ersten bewegen sich raus. Football, achso, ja, verstehe, ja. Football läuft im Nebenzimmer, die Frau hat da Football an, ich bin hier mit euch beschäftigt hier bei der ERV GT. Aber macht ja nichts. Das hole ich alles nächste Woche nach, wenn ich mich dann im Tottenham Hotspur Stadion befinde. So, die Rolling Boards Bavaria sind schon unterwegs. Lindemann, Weiermüller auf der Strecke. Ludwig Harald und auch Tim vom Wege sind bereits im Qualifying auf der Strecke unterwegs. Ah, hier wird schon deutlich signalisiert, dass Lindemann hier Lust auf schnelle Runden hat, denn cuttet hier in der Schikane schon ordentlich über die Curbs. Kaliber, schade, dass ihr nicht als Gastfahrer antreten durftet. Ja, das ist tatsächlich wirklich sehr schade. Freue mich hier jedes Mal über Gastfahrer. So. Die erste Outlap von Patrick Lindemann neigt sich dem Ende zu. Jetzt heißt es nochmal ordentlich Schwung holen. Und dann geht's in die erste Gezeitete. So, Lindemann, der Erste, der uns hier eine Zeit bescheren wird. Teamkollege Weiermüller ist auch in der ersten gezeiteten Runde. Dennis, ja, moin. Ja, vielen Dank und dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Schade, dass du nicht am Start bist. Aber dann sehen wir uns spätestens zum großen Saisonfinale in 3 Wochen wieder. Auch Ludwig Harald in seinem Porsche GT3 Cup jetzt für das hennaracing.de. Auf der ersten gezeiteten Runde. So, die ersten sind auf dem Weg. Lindemann wird der Erste sein, der gleich über die Linie kommen wird. Schöne Farbkombination hier am Rolling Boards Bavaria Fahrzeug. Gold mit dem Weinrot. Und jetzt sind wir gespannt, wo die Zeiten hingehen hier heute. Lindemann geht über die Linie und da haben wir eine ungültige Runde. Es wäre eine 47-2, doch die ist doch gültig. So, 47-2 von Patrick Lindemann und somit erstmal
Die Pole Position, Andy Weyermüller mit einer 1,47,4 knapp dahinter. Wie sieht's bei Ludwig Harald aus? Wir sind auch noch nicht auf optimalen Streckenbedingungen. Also Strecke noch nicht im optimalen Grip-Niveau. So, Harald kommt über die Linie und ist somit P3. Das ist allerdings eine 1,51,3. Also keine optimale Runde jetzt hier für Ludwig Harald. Wir schauen bei Nico Carmelita drauf. Auch da viel Zeit liegen lassen. Wölche kommt vorher über die Linie mit einer 49,3. Uffinger mit einer 50,8. Und ich denke, die Runde von Carmelita, die wird jetzt auch nicht gültig sein. So viel Zeit hat er verloren, wird er wahrscheinlich mit einem Austritt hier. Genauso ist es. Runde ist nicht gültig. Somit Carmelita. Nächster Versuch. Ralf Kettern kommt über die Linie. Auch die Runde nicht gültig. Eine 51,8 wäre es gewesen. So, Michael Klein hat es über die Linie geschafft. 1,49,5. Und der Blick auf Marco Fox. Der geht jetzt zum ersten Mal über die Linie. Wie schnell wird die Runde sein? Und es ist eine 46,7 und somit die schnellste im Qualifying bisher. Und somit ist es die Pole Position für den Tabellenführer. So, es fehlen noch ein paar Zeiten. Carmelita, Angstmann, Kettern, Stahl, Fußback und vom Wege bisher ohne Zeit. Aber wir schauen mal hier vorne bei Uffinger drauf. Corsi, ja, vielen, vielen Dank für den Raid. Schön, dass ihr da seid. Servus Röni, na, alles gut? Bei Corsi war, glaube ich, ein Nordschleifen-Event. Jetzt der Blick rüber auf den Hungaroring im RVGT Porsche Cup. CT-Meister, ja, Mahlzeit. Servus, Hallöchen, schön, dass du da bist. Kuschelhase, Hallöchen, vielen Dank für dein Follow. Hier läuft aktuell noch das Qualifying. Corsi und Hase, Hallöchen. Alles gut bei euch. So, Klein mit einer Verbesserung. Schiebt sich auf die fünfte Position vor. Und Marco Fox mit der nächsten schnellen Runde. Ich denke, der wird da jetzt auch nochmal ordentlich nachlegen können, was die Zeiten angeht. 1,46,4. Von Marco Fox, der saugt jetzt hier nochmal ordentlich Zeit ins Qualifying. Ja, bei mir ist auch alles sehr gut mittlerweile. Eine harte Nacht gehabt. So, Harald aktuell auf 10. Da steht jetzt aber fast eine Sekunde grün im Delta, somit wird es dann ordentlichen Schwung geben. Kommt deutlich näher ran an Ralf Kettern. Abstand jetzt nur noch knappe 2 Zehntel. So, wen haben wir noch auf einer schnellen Runde? Michael Wölche mit der rostigen Rosvita. Vor auf die 5. Position. Andreas Uffinger war das. Den wollte ich hier eigentlich kurz zeigen, denn der hat sich hier nochmal verbessern können. Auf Position 7 vorgerutscht. Bernhard Huster über die Linie. Vor auf die 8. Position. Ralf Kettern
Nächste Verbesserung für Ralf. Aber es reicht noch nicht, um sich da weiter eine Position nach oben zu arbeiten. Todi, ja, Mahlzeit, schön, dass du da bist. Alles gut? Oh, da steht jemand quer. Das ist, wer ist es? Muster? Ja, Muster hat sich hier in Kurve 1 mal weggedreht. Nimmt jetzt das Tempo raus, lässt jetzt hier Michael Klein erstmal wieder passieren. So, Tim von Wege hat eine Zeit setzen können. Aktuell P13. Tom Stahl hat auch eine setzen können, ist jetzt auf P5. Somit fehlt uns die Zeit von Stefan Pusberg. Der kommt da jetzt in Richtung Linie. Aber auch da keine gültige Zeit hier. Knappe 5 Minuten Qualifying noch. Und Uffinger, halbe Sekunde im Delta, das könnte sogar P6, vielleicht sogar P5 werden. P5 ist es, Andreas Uffinger. Mit einem guten Schwung auf die Start und Ziel und dann direkt sich mal ein bisschen nach vorne gearbeitet. Jetzt haben so langsam alle ihre Zeiten gefunden. Strossi, Narin, Hallöchen, alles gut? Tom Stahl aktuell der Einzige, der auf dem Weg ist, hier noch eine Verbesserung reinzufahren. Halbe Sekunde, aktuell schneller als seine 48,9. Vom letzten Umlauf. Also der wird jetzt hier jede Runde schneller. Kommt über die Linie. 48,4. Somit eine Position nach oben gerutscht. Hat Uffinger erstmal wieder von Position 5 verdrängt. Ja, bei mir ist alles super. Sehr schön, freut mich. So, Tim vom Wege. Alpenland Motorsport Rookie, die 185. Ja, der findet hier ein bisschen Zeit. Es wird nicht reichen, um sich da noch an Morten Angstmann vorbeizuschieben, aber er verbessert sich, wenn er jetzt über die Linie kommt. Hat er viel Schwung in der letzten Kurve verloren, aber leichte Verbesserung ist da. So, Uffinger sieht nach. Kann sich verbessern, aber Tom Stahl da erstmal unerreichbar, bleibt somit auf der fünften Position. Nico Carmelita ist hier knappe Sekunde hinter Weiermüller. Leichte Verbesserung ist da, aber es reicht nicht, um sich da weiter nach vorne zu schieben. Es bleibt also erstmal Position 4 für Nico Carmelita. Auf jeden Fall gut, dass er sich hier ein bisschen verbessern konnte, denn Tom Stahl findet hier gerade wieder ein bisschen Zeit. Neun Zehntel müsste er finden, 5 sind es jetzt gerade. Kommt näher ran. Aber es reicht nicht für eine Positionsverbesserung. So, das heißt, die aktuelle... Uiuiui. Aktuell haben wir Marco Fox auf der Pole Position. Wir haben Patrick Lindemann auf Position 2. Und Weiermüller auf P3. Carmelita komplettiert die zweite Startreihe. Aber bei Weiermüller ist noch ein bisschen was zu sehen. Grün, Delta
von 0,4 Sekunden. Jetzt findet der hier nochmal sehr viel Zeit. Reicht das? Ah, das reicht so gerade eben für Position 2. Vorbei am Teamkollegen, vorbei an Patrick Lindemann. Aber ganz knapp hinter Marco Fox. Einen Versuch hat er noch. Hier zu wenig Speed, den er mitnehmen kann, und somit wird das da vorne erstmal so sortiert bleiben. Marco Fox auf der Pole Position, Weiher Müller auf 2, Lindemann auf Position Nummer 3, Tim von Wege mit einer leichten Verbesserung aktuell unterwegs. Allerdings erwarten wir da jetzt keine Positionsverschiebungen mehr, denn Angstmann ist da etwas zu weit weg. So, Tim vom Wege. Über die Linie ist durch mit seinem Qualifying, genauso wie Fox Wölche. Aber alles in allem ist hier niemand, der jetzt hier nochmal eine Zeit nachlegen könnte, und somit ist das Qualifying für uns erstmal durch und wir freuen uns auf Rennen 1 am heutigen Abend. Patrick Lindemann auf P3 wird hier vorne starten und das wird da vorne alles sehr, sehr interessant werden. So, wir überbrücken die Zeit mal ein bisschen und führen euch nochmal ein bisschen Musik von der Community Band von Suck City vor Augen und sehen uns dann gleich zum Rennen wieder.
zurück auf dem Hungaroring und wir sind in der Startaufstellung. Der Blick nach vorne von Michael Wölche, der Blick auf die rostige Rosvita. Eine Fahrmaschine mit wenig Kosmetik. Und da sehen wir vorne Marco Fox rechts. Ganz vorne stehen Weiermüller-Lindemann, dahinter Carmelita Stahl, Uffinger und dann sind wir bei Wölche. Und der Blick nach hinten, da sehen wir hinter Wölche noch Klein, Bernhard Huster, Kettern, Harald Angstmann, Tim vom Wege und Stefan Pusbach. Komplettieren das Feld. Und das Pace Car, das RVGT Pace Car von Till Müller pilotiert. Der Porsche Cayman wird sich da jetzt nach vorne ans Feld bewegen und dann geht's in die Formation Lab. So, das Pace Car ist unterwegs, das restliche Feld folgt. Schöne neue Farbgebung des Pace Cars und auch schön das Detail des Fahrernamens Full Course Yellow im Lumirank in der Windschutzscheibe. Und da ist das Feld. 26 Grad Außentemperatur, 34 Grad Streckentemperatur. Das wird fürs Gummi unter dem Porsche GT3 Cup Fahrzeugen ein hartes Stück Arbeit. Ohne Traktionskontrolle muss man da schon schauen, dass man den Fuß auf dem Gas unter Kontrolle hat. Und nochmal der Blick auf die Fahrertabelle, da haben wir Marco Fox ganz oben, Weiermüller dahinter. Und wenn Marco Fox da wieder zwei so fantastische Rennen liefert, dann ist die Tabellenführung da erstmal nicht in Gefahr. Carmelita und Lindemann eng beisammen, also da kann es noch sehr, sehr interessante Verschiebungen geben im Hinblick auf das Finale in 3 Wochen. In Belgien auf Spa. Natürlich auch für einige, die aus dem Gran Turismo Sportlager hier rübergekommen sind, über Corsi mit dem Raid vorhin. Wir sind bei Assetto Corsa Competizione und hier sind die Reifendrücke ein entscheidender Faktor. Und die sind im Porsche Cup Fahrzeug sehr, sehr schwierig zu ermitteln und vor allem dann auch konstant über die Distanz der jeweiligen Rennen im Auge zu behalten. Luki, ja, Mahlzeit, Hallöchen. Vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Schön, dass du da bist. Und Jan, Hallöchen. Auch dir einen schönen guten Abend. Und wir sind im Rennstart. Und wir sind kurz vor dem grünen Signal. Und das haben wir jetzt. Und da kommt Weiermüller sehr, sehr gut weg. Der hat sich hier
mit einem sehr, sehr guten Start direkt erstmal vor Marco Fox schieben können. Macht er jetzt die Innenbahn erstmal komplett zu. Keine Chance dafür, Marco Fox wieder vorbeizugehen. Schön beim Rausbeschleunigen. Sehr stark. Oh, und da hinten, da hat es geknallt. Da hinten haben wir Huster und Pusback jetzt auch noch. Uffinger war da auch noch mit involviert. Also Angstmann, Uffinger, Huster und Pusback mit Problemen am Start. Und Weiermüller setzt sich vorne direkt mal ein kleines Stückchen ab. Jetzt bekommt Marco Fox sogar auch noch Druck vom Teamkollegen, von Patrick Lindemann. Und das sieht hier schon mal sehr, sehr interessant aus. Hier vorne die erste Runde. Marco Fox hat die Führung abgeben müssen. Und Weiermüller hat diese übernommen. Also Weiermüller jetzt an der Spitze, Fox auf 2, Lindemann auf 3 und Carmelita. Arbeitet sich ran an Lindemann. Danny, ach, du bist das Pacecar heute gefahren. Dann habe ich die Fehlinformation verbreitet, dass Till in dem roten Cayman sitzt. Ja, auf jeden Fall hast du sehr, sehr gut ersetzt, den Till. Sehr, sehr gut funktioniert. Okay, ja, soweit alles im grünen Bereich. Sonntagabend, Porsche Cup. Was könnte schöner sein? So, schnellste Runde von Weiermüller, 1,54,3. Aber Fox ist da wieder am Drücker. Wunderschön der Blick unter dem mittig sitzenden Doppelrohrauspuff des Porsche. NFL Football? Was möchtest du damit sagen? Dass es läuft? Ach so, ja, ja, klar. Selbstverständlich läuft das. Aber wir sind hier auf der virtuellen Rennstrecke unterwegs. Football läuft ja noch ein paar Stunden, ne? So, Wöltje, der da auch ein bisschen zurückgefallen ist. Hat hier zwei Positionen verloren. Aktuell auf der 9. Position, aber wird sich da zumindest wieder versuchen in Richtung seiner Startposition. Ah, Tim vom Wege hier, ja, vom Wege abgekommen in das Grün. Und somit erstmal eine Position verloren. So, und wir haben den wunderschönen Dreikampf. Neue schnellste Rennrunde von Weiermüller. Der wird hier immer schneller, aber Marco Fox steht ihm da eigentlich nicht wirklich nach. Der ist nämlich dran. Und jetzt versucht das auf der Innenbahn. Jetzt der Angriffsversuch von Marco Fox. Ja, das hat er gut gemacht. Hat er clever gemacht, hat die Innenseite genutzt und direkt blockiert. Und somit geht Fox wieder an die Spitze. Die Kameras, die sind vom großartigen Broadcasting-Tool ACC-TV. Da gibt's so schöne Kameras. Und da gibt's auch solche schönen Dinge. Der Rundenvergleich Marco Fox gegen Weiermüller. Und da sehen wir die letzte Runde von Marco Fox. Deutlich stärker. Und das sieht man auch, wie der sich jetzt hier vorne absetzen kann. Die
Die Overlays, die sind Bestandteil von ACC TV. Ah, Team vom Wege, der nächste Ausritt. Und da haben wir viel Wheelspin gesehen. Und das gefällt den Porsche-Reifen gar nicht. Und jetzt Marco Fox mit der nächsten schnellsten Rennrunde. Huster, oh, auch der hier zu weit in diesen AstroTurf da gekommen, denke ich. Schmeißt den Porsche weg, auch ein bisschen Schaden an der Front. Also Huster hier auch nicht unbedingt mit einem optimalen Rennen. Genauso wie Team vom Wege, beide hier etwas mit Problemen. Tim vom Wege, der sieht sehr, sehr langsam aus. Fährt da rein in die Box. Ja, Marco Fox setzt sich vorne gut ab. 2 Sekunden der Vorsprung. Lindemann und Weiermüller im direkten Zweikampf. Teaminterner Zweikampf hier um die 2. Position. Vielleicht könnte Lindemann hier die Pace von Fox ein bisschen besser mitgehen. Und Angstmann, da Angstmann, schmeißt den Porsche hier weg. Und somit Angstmann zurückgefallen auf Position 11. Und wir sind bei der Rennhälfte. Ja, das könnte natürlich sein, dass Tim vom Wege da keinen Sprit mehr gehabt hat. Aber das wäre natürlich eine fatale Misskalkulation bei einem 15-Minuten-Rennen. Ja, Evil, genau. Der eine kriegt Angstmann, der andere ist ab vom Wege. Solange wir den hier nicht im Stream husten hören, ist alles gut. Oh, und Angstmann wieder in der Bande. So, und ich glaube auch Weiermüller mit leichteren Problemen gerade. Lindemann ist da vorbeigegangen und Carmelita ist da jetzt dran. Der Zeitenvergleich, die letzten 3 Runden ist eigentlich Weiermüller schneller gewesen. Nur die eine Runde hatte Carmelita da wirklich einen Vorteil. So, und Fox wird immer schneller. 1,46. .494 steht jetzt hier noch. Und wir haben noch 5,5 Minuten im ersten Rennen. Also das erste Rennen im ARVGT Porsche Cup. 15 Minuten lang. Das zweite ist dann 30 Minuten lang gleich. Und da haben wir einen Top 10 Reverse Grid. So, und Böltje dran an Ketter.
Uffinger. Uiuiui. Welche hier mit dem leichten Querscher, das war sofort die Chance für Uffinger, da durchzuschlüpfen, übernimmt hier jetzt die 9. Position. Und vom Wege nicht mehr dabei. Boah, ist da Uffinger spät auf der Bremse. Sehr, sehr spät auf der Bremse gewesen. Andreas Uffinger hat jetzt hier noch was vor. Auch Uffinger, einer der größten Verlierer, was die Startpositionen angeht. Uffinger auf 6 gestartet, Wölche auf 7 gestartet. Also die beiden haben hier jeweils 3 Positionen verloren. Meisten profitiert hat Ludwig Harald. Der ist nämlich jetzt auf 7 und von 11 gestartet. Evil auf Facebook will ich tatsächlich nicht nehmen. Discord, Instagram und Twitch und YouTube. So, aber der Dreikampf, der wird sich hier nochmal etwas intensivieren wieder. Oh, leichter Schlenker da wieder bei Wölche. Also der scheint hier mit seinen Reifen schon ein bisschen zu kämpfen. Während Marco Fox vorne, ja, der zeigt wieder, wieso er hier die Tabellenführung innehat. Fährt hier wieder ein erstklassiges Rennen. Und dieser Dreikampf wird uns noch ein Weilchen beschäftigen. Oh, und Wölche da hinten wieder mit dem Schlenker. Also bei Wölche scheint der Reifendruck auf der Hinterachse schon etwas nach oben zu entfliehen. Kann dir hier sehr, sehr schnell passieren, dass dir gerade bei 35 Grad Streckentemperatur mal der Reifendruck nach oben wegschießt. Der Porsche da alles andere als leicht. Oieiei, Abflug. Von Pusback. Und Angstmann kann da erstmal vorbeigehen. Und Harald auch hier mit dem Abflug. Und somit kommen Kettern und Uffinger und auch welche da wieder näher ran. Rookie, ja, schreib mir einfach nochmal auf Discord, dann schaue ich mal, wie ich das schaffe. Nachmittag ist immer schwierig, bis 18 Uhr will ich arbeiten. Aber kriegen wir hin. Und Marco Fox ist bereits in der letzten Runde. Und da sollte eigentlich nichts mehr passieren da vorne. Marco Fox sollte das gewinnen und da gibt es die Berührung. Uffinger auf der Bremse, leicht ins Heck von Kettern reingerutscht. Ei. Also das, ja, sah hart aus.
Und Huster, oh, mit dem nächsten Abflug. Der Porsche ist leicht verbogen hier bei Huster. Sieht das gerade nicht so optimal aus. Und vorne Marco Fox auf dem Weg in Richtung seines nächsten Sieges hier im RVGT Porsche Cup. Marco Fox gewinnt das erste Rennen am heutigen Abend. Dann kommt Lindemann auf Position Nummer 2. Weiermüller auf der 3 über die Linie. Und Tom Stahl, der sich hier still und heimlich auf der 4. Position über die Linie gebracht hat. Mit einem starken, unaufgeregten Rennen. Nico Carmelita holt sich Position Nummer 5. Gefolgt von Michael Klein auf 6. Ludwig Harald mit einem starken Rennen von 11 auf 7. Ralf Kettern kann sich hier vor Michael Wölche behaupten. Kettern 8, Wölche 9. Uffinger kommt auf der 10. Position über die Linie. Bernhard Huster hat sich auf 11 über die Linie retten können. Und dann kommen noch Pusback und Angstmann. Haben wir noch ein paar Meter vor sich. So, Pusback über die Linie auf der 12. Position. Und Angstmann mit P13, Tim von Wege, konnte das Rennen nicht beenden. So, Marco Fox gewinnt das nächste Rennen. Und ab geht's in die Boxengasse, in den Parc Fermé, das Auto für das zweite Rennen am heutigen Abend vorbereiten. Lindemann auf 2, Weiermüller 3, Stahl auf Position 4. Carmelita 5, Klein 6, Harald 7, Kettern 8, Wölche 9 und Uffinger auf der 10. So ist die Top 10. Nach Rennen 1 von 2 aufgebaut. Und die werden sich dann fürs zweite Rennen einmal umdrehen. Uffinger von Pol, Wölche auf 2, Kettern auf 3, Harald auf der 4. Position. Also Reverse Grid für die Top 10 ist der Plan. Soll warten, bis dann alle in der Box angekommen sind. Angstmann. Er dreht noch die Ehrenrunde zu Ende. Und dann wird sich auf Rennen 2 vorbereitet. Und da haben wir es. Im Dunkeln wird es jetzt gleich über den Hungaroring gehen. Und in der Zwischenzeit haben wir nochmal diesen fantastischen Trailer mit Song von der RVGT.
So, und wir sind wieder auf dem Hungaroring. Wir sind wieder in der Startaufstellung. Und es ist dunkel geworden. So, ja, und jetzt haben wir natürlich die Besonderheit des Reverse Grid. Die Top 10 wird sich verkehrt herum. Ins Rennen begeben. Und somit wird Marco Fox hier mit einer Aufholjagd im besten Fall wieder nach ganz vorne fahren können. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wie das laufen wird. So, die ersten Motoren gehen an, die Lichter gehen an. Es ist deutlich kühler als in Rennen 1. Mit 19 Grad Außen- und Streckentemperatur. Ja, Rookie, das wird jetzt quasi on the fly gemacht. Die werden sich hier selbst sortieren. So viel Vertrauen gibt die Rennleitung hier den Fahrern. So, da sehen wir schon, wie hier ausgeschert wird. Ist quasi so ein bisschen wie auf der hiesigen Go-Kart-Strecke, wenn man da nach dem Qualifying dann sortiert wird. So, ein Uffinger fährt jetzt von der Pole Position. Geht von der Pole Position ins Rennen. So, jetzt wird sich hier hinter dem Safety Car gesammelt. Marco Fox dann somit auf Position 10, vor ihm die beiden Rolling Balls Bavaria Lindemann und Weiermüller. Und sobald sich dann alle... Ja, sind alle da. Super. Dann kann es auch losgehen, die Reifen vielleicht nicht ganz kalt werden lassen und dann geht's hier mit der Einführungsrunde los. Ansonsten, wenn man das hier, ich sag mal, so machen wollen würde, dass sofort alle auf der richtigen Startposition stehen, müsste man wahrscheinlich den Server neu starten, den Server umschreiben und hin und her. Und ich denke, so ist es einfach deutlich einfacher. So, Danny Rutemeyer sitzt hier am Steuer des Safety Cars. Und führt die Meute hier über die Strecke. So, und jetzt bekommen wir dann auch die richtige Sortierung hier. Uffinger vor Wölche. Dann Kettern, Harald, Klein, Carmelita, Stahl, Weiermüller, Lindemann, Fox, Bernhard Huster auf 12. Ne, auf 11. Das Pacecar wird ja noch rausgerechnet. Buschback und Angstmann folgen. So, also noch einiges an Zeit, um hier die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Die Strecke ist natürlich genauso lang wie im ersten Rennen. Allerdings haben wir andere Voraussetzungen. Wir haben Dunkelheit. Wir haben deutlich kühlere äußere Bedingungen hier.
und es geht in die Sortierung. Rennen 2, 30 Minuten. Genug Zeit, sich hier wieder in die gewünschte Position zu bringen, um hier so viele Punkte wie möglich mit nach Hause zu nehmen. Und das Pace Car biegt ein. In die Boxengasse. Und somit bekommen wir jetzt den zweiten Rennstart des heutigen Abends geboten. Es ist ein Reverse Grid. Oh, Wörtchen lässt da sehr, sehr viel Platz. Auch die Nachfolgenden da vorne lassen da extrem viel Platz. Dahinter ist es dann eng, also sollte Uffinger zumindest in Kurve 1 die Führung erstmal behaupten können. So, los geht's. Grünes Licht gegeben und Carmelita schert da direkt aus. Das fächert sich auf hier. Zu dritt geht's da. Oh, und da hat Uffinger aber den Start komplett verpennt. Oh, noch welche, bisschen zu spät auf der Bremse, leichte Berührung da hinten, aber alle kommen soweit erstmal gut durch. Keine Kollision in Kurve 1. Alle sehr diszipliniert, sehr routiniert, das sieht sehr, sehr gut aus. Oh, und jetzt gibt's hier hinten leichte Rangeleien zwischen Harald Carmelita und Fox. So, jetzt sortiert es sich nochmal neu. Zack, 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 zack. Alles durchsortiert. Harald schon wieder auf der dritten Position. Aber viel krasser finde ich Weiermüller, der jetzt schon auf P5 unterwegs ist. Fox dahinter auf 6. Lindemann auf der 8. Position. Hat hier also nicht ganz so viel bisher gewinnen können. Aber das sieht alles sehr, sehr schön. Sehr, sehr eng aus. Wölche mit dem leichten Pendler und dann haben wir Harald, der jetzt mächtig unter Druck ist von Nico Carmelita. Und Kettern mit dem Abflug. Ja, Rookie habe ich gemacht. Also das war wirklich, das war extrem. Lange nicht mehr so ein chaotisches Rennen gehabt. Dafür ist es hier umso disziplinierter, umso schöner. Boah, da geht Weiermüller aber ganz weit. Lindemann geht da ganz weit. Marco Fox mit der ersten schnellsten Runde, eine 2 Minuten 0. So, Weiermüller jetzt allerdings direkt dran an Carmelita. Da geht's jetzt rund hier vorne. Hier wird um jeden Zentimeter gefightet. Wahnsinnig eng hier. Fox, okay, der hat eine halbe Stunde. Der hat eine halbe Stunde und ist jetzt natürlich nicht mit der Brechstange unterwegs. Boah, da kommt die Attacke von Lindemann gegen Fox. Leichte Berührung da. War Lindemann doch ziemlich spät jetzt auf der Bremse. Hat sich da leicht verschätzt hier in der Dunkelheit auf dem Hungaroring. Dementsprechend eine leichte Berührung. Fox da auch direkt mal aufgeblinkt, gesagt, hör mal, Kollege, jetzt fahr mal ein bisschen runter hier. Schnellste Rennrunde von Uffinger, 49,7. Tom Stahl direkt mal schneller mit einer 49,1. Also schönes, faires Racing hier
in Rennen 2. Das sieht alles sehr, sehr sauber, sehr, sehr vernünftig aus. Carmelita gegen Weiermüller da im Zweikampf. Aber Carmelita setzt sich da direkt erstmal wieder ein Stück ab und greift wieder bei Ludwig Harald an. Carmelita versucht, sich da auf die Innenbahn zu setzen, aber Harald hat die Tür zu. Keine Chance. Mit Carmelita dahinter, Fox gegen Bayern Müller. Boah, und da kam jetzt aber. Boah, Carmelita da wirklich eine riesige Lücke gefunden, in die er da reinstechen konnte. Und Fox, eieiei, ist er da. Spät auf der Bremse, auf der Innenbahn reingerutscht und dann hat er sich auf der Wiese eingedreht und somit wieder zurück auf P9. So, Wölche jetzt die nächste, schnellste Runde, 49.0, also die Zeiten werden schneller. Die Reifen fangen besser an zu arbeiten. Harald jetzt unter Druck von Weiermüller und Lindemann. Weiermüller versucht da jetzt schon mal vorbeizugehen, ist jetzt auf der Außenbahn, aber reicht das? Boah. Tür fast ausgegangen, genau. Die haben sie mal direkt einfach mal rausgenommen. So, Harald. Lindemann geht vorbei. Oh, und da gibt es die Berührung mit Tom Stahl. Die beiden hier nochmal Glück im Unglück gehabt. Harald stand da schon ein bisschen quer. Also hier wird sich weiterhin nichts geschenkt. Marco Fox geht vorbei an Michael Klein. Also Mittelfeld wieder hart umkämpft. Vorne Uffinger ist gut unterwegs. Wölche auch gut unterwegs. Mittlerweile haben die beiden sich hier ein ordentliches Polster vor Carmelita rausgefahren. Aber der direkt mal mit einer 48,6, also die Antwort von Carmelita ist da. Weiermüller jetzt mit der nächsten schnellsten Rennrunde. Carmelita, Wölche. Da sehen wir eigentlich Wölche die ganze Zeit schneller, aber jetzt scheint Carmelita hier so langsam den Dreh rauszukriegen und hier seinen Rhythmus und seine Linie zu finden. Hat allerdings natürlich auch den Druck. Weiermüller hängt ihm da im Heck und lässt ihm natürlich keine andere Wahl, als die Flucht nach vorne hier zu wagen. Aber Carmelita, ja, der macht es gut. Der ist, lässt sich hier nicht unter Druck setzen. Harald die nächste Position verloren. Da ist Michael Klein jetzt dran vorbeigegangen. Und Huster hängt im Heck von Angstmann. Boah, und da ist Huster mit dem Ausritt.
Hat er Glück, dass er da keinen Einschlag mitnehmen musste. Allerdings natürlich viel Zeit verloren. Lindemann, die nächste schnellste Rennrunde, arbeitet sich da jetzt auch dran an Teamkollegen Weyermüller und Carmelita. Weyermüller muss hier jetzt weit gehen. Also Uflinger und Wölche vorne machen das sehr, sehr gut. Porsche Ballett, ja, genau. Porsche Ballett, der Schwanensee vom Hungaroring in den Hauptrollen. Der Porsche GT3 Cup, der ERV GT. So, und auch Tom Stahl jetzt mächtig unter Druck. Also da sitzt Marco Fox hinter ihm auf heißen Kohlen. Merkt jetzt vielleicht auch, so langsam läuft ihm die Zeit davon. P7. Wenn er hier den Doppelsieg machen möchte, muss er nochmal einen Zahn zulegen. Und dem wird sich Marco Fox auf jeden Fall auch bewusst sein. Muss natürlich jetzt auch die Disziplin und die Konzentration behalten. Damit das was werden kann. Wölche gegen Uflinger. Jetzt wird hier um die Führung gefightet. Da kommt jemand aus der Box, müsste Ralf Kettern sein. Musste hier ein bisschen Zeit in der Box verbringen. 1 Minute 25 stand er da drin. Und kommt natürlich mitten im Verkehr hier raus. Also da wird es jetzt nochmal interessant. Etwas haarige Situation jetzt für den nachfolgenden Verkehr und auch für Ralf Kettern selber. Von Tom Stahl. Und auch der Ausritt, der Abflug von Tom Stahl. Oh, und jetzt kriegt er nicht mehr unter Kontrolle. Die dreckigen Reifen haben bei Tom Stahl jetzt ein, zweimal Schwierigkeiten beim Wiedereintritt ins Rennen gefordert. So, mit Marco Fox jetzt vorbei. Der Druck hat sich erstmal ausgezahlt. Der nächste, Angstmann. Hat seinen Porsche hier mal kurz eingeplankt. Und Weyermüller gegen Lindemann, teaminternes Duell, die Browning Box Bavaria kämpfen um Position 4. Lindemann kann vorbeigehen, holt sich erstmal P4 und Marco Fox versucht da direkt einen Profit rauszuschlagen. Hat sich hier still und heimlich noch mit auf die Innenbahn geschlichen und hat hier Weyermüller fast kalt erwischt. Sir Mato, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. So, Marco Fox. Aktuell P6. Druck auf Weyermüller soll jetzt natürlich nochmal steigen.
Meier Müller jetzt auch so ein bisschen der Bremsblock. Verschafft Lindemann vor ihm jetzt hier nochmal ordentlich Zeit. Und da vorne ist die Spitzengruppe. Vier Fahrzeuge, jetzt alle mit der Möglichkeit, hier zum Sieg zu fahren. Da sehen wir es vorne, Uffinger, Wölche, Carmelita, Lindemann und dann haben wir Fox gegen Weiermüller und Fox hat sich da jetzt vorbeigebremst. Und so langsam wird es da vorne jetzt wahnsinnig interessant. Lindemann gegen Carmelita versucht, aber reicht es nicht. Wow, und da ist Weiermüller ganz weit gegangen. Da hat er hier nicht schnell umgeschaltet. Also mein Rechner wollte nicht auf diesen Zweikampf gehen. So, Weiermüller. Okay, der ist, hat sich jetzt erstmal selbst aus der Lage genommen, da anzugreifen. Aber jetzt haben wir Wölche, Carmelita und Lindemann zu dritt im Kampf um Position Nummer 2. Wölche da ein bisschen weit raus. Muss hier nochmal ordentlich korrigieren. Aber Carmelita alle Hände voll zu tun. Mit Patrick Lindemann. So, Angriff von Carmelita auf Wölche. Boah, sehr ambitioniert, geht da weit raus. Boah, ja, ja, da war ein kurzer Ruckler hier und ich dachte, jetzt gescheppert. So, Wölche verliert hier einiges an Position. Lindemann mit dem Quersteher. Jetzt geht's aber los hier. Marco Fox ist da durchgerutscht und kann jetzt auf Position 3 den Druck auf Carmelita aufbauen, nutzen. Jetzt im Bremsvorgang stark von Marco Fox. Gut vorbeigebremst an Nico Carmelita. Und jetzt ist es hier etwas durcheinander gewürfelt. Fox jetzt auf P2 und Fox kann jetzt gegen Uffinger nochmal ordentlich angasen. Der ist knappe 2 Sekunden entfernt. Und Uffinger, ja, der ist die letzten Runden sehr, sehr konstante Zeiten gefahren. 49,3, eine 48,9 nochmal oben rausge... oder nach unten rausgerutscht aus dem Raster, aber aktuell sieht es tatsächlich so aus, als ob Marco Fox hier mit den Rundenzeiten die Lücke relativ schnell schließen wird. Ja, und relativ schnell ist leicht untertrieben. Der ist jetzt auch eine Sekunde schon ran. Wann wird es das Überholmanöver geben? Saugt sich da im Windschatten schon mal ran, zeigt auch, dass er da ist, aber noch nicht nah genug dran. So, ich denke oder ich fürchte, diese Runde wird es soweit sein. Uffinger muss sich jetzt wehren und das mit allem, was er hat. 11 Minuten Renndistanz noch vor uns. Und Fox zeigt sich auf der Außenbahn.
Schikane. Turn 6 und 7. Und jetzt schließen Carmelita und Bayer Müller auch auf. Und da ist der kleine Fehler von Uffinger. Der kleine Fehler von Uffinger musste dann ein bisschen vom Gas gehen und Bayer Müller schlägt ein. Eieiei, Fox jetzt an der Spitze. Carmelita an Uffinger auch noch mit vorbeigegangen. Uffinger jetzt somit auf der dritten Position unterwegs. Bekommt aber den nächsten ganz groß im Rückspiegel angezeigt, nämlich Patrick Lindemann. Also Fox und Carmelita, ja, die sind da vorne jetzt erstmal ein gutes Stück weg. Je nachdem, wie lange Lindemann hinter Uffinger bleiben muss, wenn er nicht vorbeikommt. Oi, oi, oi. Leichter Quersteher da von Uffinger. Und das ist sofort die Chance für Lindemann auf der Innenbahn. Und das funktioniert. Und auch Bayer Müller direkt vorbei an Uffinger. Also Uffinger jetzt erstmal ein bisschen zurückgereicht im Feld. Hatte lange, sehr, sehr lange die Führung hier innehaben können. Aber der Druck war einfach zu stark. Fox, Carmelita, Lindemann, Bayer Müller sind einfach heute wieder extrem schnell unterwegs. Und jetzt bin ich gespannt, wie die sich da vorne sortieren. Ob da hier nochmal den ein oder anderen Positionstausch forcieren kann, der ein oder andere, oder ob es in dieser Reihenfolge bleiben wird. Also hier vorne leichte Entspannung. Wölche fährt sich auch ein bisschen wieder ran an Uffinger. Die beiden ja die erste Rennhälfte schon miteinander verbracht. Und aktuell sehen die Runden, die letzten drei Runden insgesamt gesehen, ein wenig schneller als die von Uffinger. Aber Wölch auch mit etwas freierer Fahrt gewesen als Uffinger. Weniger Zweikämpfe. Und wir haben noch genau 7 Minuten Rennzeit. Wir beobachten diesen Zweikampf mal. Wölche gegen Uffinger. Beide, ich sag mal, ein ähnliches Tempo, eine ähnliche Pace. Aber auch beide immer mal wieder mit so kleinen Rutschern, kleinen Schlenker, wo sie leicht ein bisschen Zeit liegen lassen können. Also auch das könnte nochmal interessant werden. Aber hier reicht's noch nicht.
Wölche muss sie noch ein bisschen gedulden, bevor er da vielleicht in Schlagdistanz kommen kann. Klein gegen Harald, auch die können sich hier noch mal ein bisschen in die Quere kommen. Und Weiher Müller fährt die Lücke wieder auf den Teamkollegen zu, auf Patrick Lindemann. Sehr schöne Bilder. Carmelita gegen Lindemann und Weiher Müller. Versucht da erstmal dran zu bleiben. Carmelita macht die Innenbahn direkt zu. Der schmeißt die Tür zu. Will Lindemann hier keine Chance geben zu überholen, aber leicht bessere Exit da von Lindemann und schon sieht das wieder anders aus. Jetzt geht's links rum. Lindemann auf der etwas schlechteren Position zum Attackieren. Somit Carmelita bleibt erstmal auf 2. Carmelita sieht aktuell sehr, sehr gut aus, dass er hier erstmal alles im Griff hat. 3 Minuten bleiben ihm noch, um Position 2 über die Zeit zu retten. Oh, Lindemann spät auf der Bremse. Weiher Müller jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückgefallen, musste ein bisschen abreißen lassen. Huster gegen Klein. Kampf um Position 9, auch den haben wir noch hier. Eieiei, da gibt's die Berührung. Klein und Huster mit dem Kontakt. Beide drehen sich weg. Oh, und Wölche auch mit einem Abflug. Wölche war dran an Uffinger. Und ich glaube, da gab's einen Kontakt mit Tom Stahl. Denn der hat auch ein bisschen was liegen lassen an Zeit. Carmelita und Lindemann. Knapp 1,5 Runden haben die noch Zeit hier. Oh, Quersteher von Carmelita. Also der fährt jetzt gerade ein bisschen am Limit. Marco Fox geht gleich in die letzte Runde. Und auch
Carmelita, Lindemann und Weiermüller gehen jetzt in die letzte Runde. Also die letzte Runde. Die letzte Möglichkeit, die beiden hier auf der Strecke zu genießen. Kalle, ja, Mahlzeit. Vielen Dank für den Raid. Schön, dass ihr da seid. So, letzte Runde läuft. Letzte Runde. Marco Fox, der ist durch mit dem Thema. Der wird auch das zweite Rennen am heutigen Abend gewinnen. Wer kann Position 2 übernehmen? Kann Carmelita das halten? Oder kann ihm Patrick Lindemann das noch abnehmen? Aktuell macht Carmelita das gut. Der lässt hier die Tür nicht offen. Lindemann, auch wenn der vielleicht eine etwas bessere Pace haben könnte, hat hier aktuell keine Chance. Eine wirklich ernstzunehmende Attacke zu machen. So, und Marco Fox auf dem Weg. Auf Start und Ziel und somit dem zweiten Sieg entgegen. Marco Fox gewinnt auch das zweite Rennen. Heute auf dem Hungaroring. Nico Carmelita. Vor ihm ist noch Wölche, der über die Linie kommt. Und Carmelita holt sich Position 2. Lindemann auf der 3. Weiermüller auf 4. Fußpark auf 12 über die Linie gekommen. Uffinger mit der 5. Position. Stahl auf P6. Dann haben wir Wölche auf Position 7. Ludwig Harald auf der 8. Geht jetzt auf Start und Ziel. Und bringt seinen Porsche auf der 8. Position über die Linie. Michael Klein für die Speedlover in seinem Porsche. Da hat er auch nicht mehr viel zu befürchten. Kann hier also ganz in Ruhe seinen Porsche auf der 9. Position über die Linie bringen. Angstmann dahinter mit Position 10. Booster musste allen Anschein nach abstellen. Fußball ist auf der 12. Position über die Linie gekommen. Wird hier auch am Booster vorbeigehen. Und Ralf Kettern holt sich die 13. Position, beziehungsweise die 12., weil auch Booster hier wohl ein Did Not Finish bekommen wird. So, Marco Fox. Zweiter Sieg im zweiten Rennen heute Abend. Oh, nochmal hier schöne Show-Einlage. Auch Carmelita freut sich da natürlich. Und so kann es dann gehen. Marco Fox von der 10. Position wieder vor auf Position Nummer 1. Carmelita auf 2 gelandet. Lindemann auf 3. Weiermüller 4. Uffinger 5. Tom Stahl auf P6. Michael Wölche 7. Ludwig Harald auf der 8. Position. Michael Klein mit Position 9. Und Morten Angstmann mit P10. So, und wir können dann schon mal die Interviews einläuten, denn wir werden hier gleich noch ein paar Stimmen zum Rennen hören. Bis dahin können wir die Zeit natürlich ein bisschen überbrücken. Während sich die Fahrer noch aufs Interview vorbereiten.
Bin sehr gespannt. Also wir werden, gehe ich mal stark davon aus, wieder einen sehr zufriedenen Marco Fox hören. Und ich denke, auch Nico Carmelita kann da sehr zufrieden sein mit seiner zweiten Position im Rennen. Aber wir lassen uns überraschen, wen wir hier im Interview vorgesetzt bekommen. Nichtsdestotrotz waren das zwei sehr, sehr interessante Rennen. Rennen 1, ja, das war hart umkämpft und es war sehr, sehr warm mit 35 Grad auf der Strecke. Somit nicht optimale Bedingungen für den Porsche GT3 Cup. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und Rennen 2 im Dunkeln mit dem ein oder anderen Kontakt. Aber das bleibt im Dunkeln nicht aus. Und dementsprechend können wir alle mit diesen beiden Rennen hier sehr zufrieden sein. Und wir warten auf Gesprächspartner. Mal schauen, wer sich gleich noch zu uns gesellen wird. Bis jetzt, ja, ist noch keiner da. Aber das macht nichts. Wir kriegen das schon geregelt. In der Zwischenzeit kann man natürlich auch nochmal die wunderschönen Bilder hier vom Hungaroring im Hintergrund genießen. Das ist eine wunderschöne Strecke. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Dementsprechend Hut ab an alle, die hier die beiden Rennen beenden konnten. So, und wir bekommen die ersten Interviewpartner. Oh. Nico Carmelita, Marco Fox und Patrick Lindemann. Ich würde mal schon fast behaupten, die holen wir uns mal alle zusammen hier rein. So, dann ziehen wir uns alle drei mal hier rein. Ja, guten Abend, ihr drei. Guten Abend. Abend. Hallo. Hallo, ja, wie war Rennen 2 für euch? Das war ja sehr, sehr intensiv da vorne bei euch. Ja, also zwischendurch war die Eisschicht mal weg, aber ansonsten ging's. Die Eisschicht, mit der du dich vorher... die Eisschicht, die auf dem Asphalt war, weil die Karre ist so gefahren, als wenn da überall Eis liegen würde. Zumindest war das bei mir so. Also meine letzten 5 Runden war eher so ein Ritt auf der Kanonenkugel als im Porsche. Und Marco, der war ja, als der dann vorbeigegangen, bis jenseits von Gut und Böse, da brauchte er ja gar nicht mehr kämpfen. Aber beim Patrick, da habe ich ja eben gerade auch schon mit ihm drüber gesprochen, da musste ich mal den LKW ausparken, damit er da auf keinen Fall vorbeikommt. Da habe ich mich aber wirklich so breit gemacht. Ne? Also darum, ich glaube, da 40 Tonnen ist ein Scheißdreck dagegen gewesen. Ja, das stimmt wohl. Aber es musste ich jetzt einfach mal haben. Letztendlich, wir haben ja alle die Meisterschaft auch im Blick. Und da muss man halt auch mal Ellbogen ganz weit ausfahren und dann mit dem Auto hardcore kämpfen. Die Hinterachse wollte in jeder Kurve, wollte einen überholen. Ja, und Marco und Patrick und Andy Weiermüller natürlich auch, die konnten bei Turn 1, habe ich eben schon angesprochen, also mindestens 10 Meter später bremsen als ich. Und da musste ich dann halt Kampflinie fahren und naja, ich bin zufrieden, dass es soweit jetzt geklappt hat auf Platz 2 noch. Sehr schön, ja, das freut mich auf jeden Fall auch, denn du hast ja, ich sag mal, eine Durststrecke hier im Porsche Cup schon gehabt jetzt. Und jetzt mal wieder
wieder ein gutes, sehr, sehr gutes Ergebnis mit P2. Also ja, die Durchstrecke, die ist ja selbst verschuldet, ne? Also von Patrick verschuldet. Patrick ist der Schuldige daran, weil er jetzt auf einmal mitfährt. Nein, das ist die anderen, auch Andy oder Patrick und Fox natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind schneller als ich. Und darum war das jetzt heute glückliche Fügung, dass wie das jetzt heute so gelaufen ist. Marco, den konnte ich nicht so lange hinter mir halten, da hatte ich auch einen kleinen Fahrfehler, den hatte Marco gleich ausgenutzt. Naja, und bei Patrick und Andy, sagte ich ja eben schon, musste ich den LKW mal eben ausparken. Ja, aber das hat doch gut funktioniert. Oder wie siehst du das, Patrick? Hat das, wie sehr hat dich das geärgert auf der Strecke? Oder ging es? Ja, also es war natürlich nicht angenehm, da dem LKW hinten drin zu hängen. Es ist ja mit den Bremspunkten auch immer so ein bisschen, ja, wenn man was riskieren will, wird es zur Lotterie. Also wenn man fair bleiben will, muss man dann doch immer ein bisschen Abstand halten. Und ja, ich habe es ab und zu dann versucht, an den auch etwas unmöglicheren Stellen mich mal zu zeigen. Aber er hat eigentlich ganz selten nur mal Szenen gehabt, wo er mir völlig weggerutscht ist und dann war ich nicht nah genug dran. Von daher war das ein, ja, harter, aber fairer Zweikampf, der eigentlich auch Spaß gemacht hat, nur halt mit dem besseren Ausgang diesmal für den Nico. Aber ich kann insgesamt, denke ich, damit leben. In der Teamwertung sieht es nicht so schlecht für uns aus, da der Andi auch wieder gut gepunktet hat. Und der Bernhard, glaube ich, nicht so gut. Nee, der Bernhard hat, so wie ich das gerade gehört habe, sogar abgestellt. Ne? Der ist wohl irgendwo eingeplankt. Aber das können wir im Nachgang nochmal klären. Das war wohl ein kleiner Kampf. Aber mal eben so die Frage, Patrick, wann muss ich ihn wieder zum TÜV? Ja, am besten vorgestern. Ah. Der wird disqualifiziert, der kann zulassen gar nicht. Ah. Waren schon ziemlich üble Abgase, die ich bekommen habe. Ja, das waren die Reifen. Ja. Genau, ansonsten, Marco, kann ich nur gratulieren. Heute waren die Zeiten schon so ein bisschen eine eigene Liga. Also schon mal stärkerer Abstand, wie es vielleicht nur denn war. Und sobald er da durchgeschlüpft war, war eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ich hatte da etwas mehr Hoffnung fürs Rennen 2 mit dem Reverse Grid. Aber dann habe ich mich auch einmal beim Rausbeschleunigen Richtung vorletzte, Richtung letzte Kurve etwas zu sehr aufs Gaspedal gelegt. Und dann war die Geschichte in der Hinsicht auch gegessen. Und das Überholen an sich war einfach ungarntypisch. Ziemlich, ziemlich schwierig, selbst wenn die Fahrer mal ein bisschen langsamer eigentlich sind vor einem. Ja, das ist Ungaroring gepaart mit einem Cup-Fahrzeug sehr, sehr schwierig. Aber gut, P3, ich glaube, das ist dann Meckern wieder auf ganz hohem Niveau bei euch. Ja. Dementsprechend auf jeden Fall sehr, sehr gut. P3, Podium in Rennen 2. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ja, dann wollen wir doch natürlich auch noch mal ein bisschen was von Marco Fox hören. Rennen 1 wieder mal klassisch dominiert und Rennen 2 mit ab und zu mal doch einen kleinen Rutscher wieder nach hinten zurück, aber trotzdem hat es für P1 gereicht. War das spannend oder war das eher so ein bisschen nervig, dich nach vorne zu kämpfen? Rennen 2 war ein bisschen turbulent, der Start war eigentlich ganz gut. Die haben sie auf der Innenseite ein bisschen blockiert, eins, konnte man außen schon vorbeifahren. Da haben wir gleich 4-5 Positionen gemacht. Ich glaube, der Andi war dann noch vor mir, Patrick, glaube ich, ist da ein bisschen hängen geblieben. Ja. Und dann wurde es ein bisschen, der Nico und der Harald sind sie da, Turn 13, glaube ich, war das, nicht ganz einig gewesen. Ach, der schlupfe auch noch mit durch und dann hat der Harald etwas zugemacht und ich habe dann volles Lock gehabt, Bremsen dann blockiert und dann hat es mich da weggedreht. Dass aber die sich vorne so bekriegt haben, ist die Lücke nicht so groß gewesen, also konnte ich wieder zufahren. Und bei dem Überholmanöver, also das war die letzten zwei Kurven, das war eigentlich nicht schlecht, weil ich glaube, da haben sie auf der Innenbahn auch wieder ein bisschen gegenseitig blockiert, dann konnte ich ein bisschen profitieren davon und außen die Linie nehmen und vorbeifahren. Also, aber das war ziemlich haarig. Das Auto dann außen rum so rum zum Zirkel, muss ich sagen. Also war das richtig Spaß macht. Das glaube ich, ja. Das sah auf jeden Fall auch sehr nach Spaß aus. Im Endeffekt wieder ein sehr, sehr starkes Ergebnis.
Und ja, Fahrerwertung gehört weiterhin dir und ich denke auch, da wird jetzt sich auf Spa nicht mehr viel dran ändern. Ja, dementsprechend sehr, sehr starke zwei Rennen. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Und Marco, Hinweis von Rennleitung, ne? Das Rennen wurde geändert auf Samstag, ne? Okay. Das ist ein Dürresender wahrscheinlich. Ja, man kann es ja versuchen, ne? Nein, war ein schönes Rennen, aber wie Marco eben schon sagte, wenn man abseits der Ideallinie fährt, dann ist das eher Tokio trifft als alles andere. Nee, aber trotzdem Ungarn abgeschlossen. Ich bin zufrieden. Darum schauen wir mal, wie es in Belgien wird. Das ist das Stichwort hier nochmal, der Kalender. Es geht noch zum letzten Lauf nach Belgien am 31.10. Für Marco am 30.10., aber das ist. Das aber das macht er nicht. Nee, am 31.10. sehen wir uns wieder beim RRVGT Porsche Cup zum Saisonfinale. Und ja, wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Abend und schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir aus, wir haben uns vorhin dann nochmal drüber unterhalten. Nochmal Rob an dich, nochmal herzlichen Dank. Uns gefallen deine Streams einfach mega geil. Also darum weiter. Absolut, ja, kann ich mich nur anschließen. Echt super. Ja, vielen Dank. Das freut mich zu hören. Also, schönen Abend noch, schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Danke auch, schönen Abend allen. So, ja, das war das abschließende Interview mit den drei Podiumsleuten aus Rennen 2. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich an der Stelle jetzt auch verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, kommt gut in die nächste Woche. Und wir sehen uns demnächst auf jeden Fall wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Es wird kälter, packt euch gut ein dann, wenn es ein bisschen kälter wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Radio Check. We'll be right back.